Okay, mit Klick fortfahren. Damit hätten wir jetzt wahrscheinlich die Symbole, die wir brauchen für die Schmuckschatulle. Aha, bitte Geist, komm mir nicht hinterher. Überrasche mich nicht wieder, so wie vorher. Okay. Dann probieren wir mal unser Bestes. Nein, das meine ich gar nicht. Zeige das Bild dem Ladenbesitzer. Mr. Novak, look! I found an unusual picture. It may be some encrypted code. Hmm, interesting. There are as many symbols on the jewelry box as there are on the picture. We should try to decrypt them. It looks like they're alchemical signs. Find the books with star symbols. They contain the information we need. Irgendwie, naja gut, das Spiel ist ja auch schon ein bisschen älter. Ich habe Bücher mit ähnlichen Symbolen gesehen, aber es geht hier um Sterne. Hier haben wir eins. Wir brauchen doch Informationen, das hat er doch gerade gesagt, ich soll die Bücher aufsammeln. Ich gehe jetzt davon aus, dass er seine Bücher meint, oder? Moment, Aufgaben. Sammle die Bücher ein. Ich sammle Bücher ein. Wenn ich welche mit Sternen drauf finde. Hä? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Hier sind Sterne drauf. Er hat ja eine riesengroße Bibliothek, aber keines der Bücher ist das, welches wir brauchen. Hinweis, hilf mal. Der Hinweis... Ah, das war jetzt... Ach, okay. Ich sollte mich nicht so von den Aufgaben ablenken lassen, die offensichtlich erscheinen, sondern einfach wieder meinen Instinkt folgen. Damit bin ich irgendwie besser gefahren als mit seinen Anweisungen. Gut, also... Die Feder eingesetzt. Und auf magische Art und Weise öffnet sich die Schublade. Setzt den Mechanismus in Gang, der seit Jahrhunderten nicht funktioniert hat. Und gibt uns das Sternenbuch. Alchemiebuch. Achso, und damit hätten wir es. Moment. Einmal Drehung nach rechts. Und bitteschön. Was ist denn hier los? Anleitung. Finde die Buchpaare mit denselben Symbolen auf der Hülle? Entschuldigung. Da brauche ich eine Lupe. Ach so, das ist Memory. Ich habe jetzt gedacht, ich muss hier die Unterschiede finden, um Gottes Willen. Ach, Memory, wie schön. Aber ich kann mich daran erinnern, dass eigentlich relativ... häufig welche nebeneinander lagen. Ach, schön. Ein Pärchen hätten wir schon mal. Den Mond hatten wir auch schon mal. Noch ein Stern. Noch ein Gedicht. Sehr schön, das haben wir auch schon mal abgefrühstückt. Jupiter! Gut, hier haben wir wieder ein Pärchen. Jupiter hätten wir. Warte, hier... Ach so. So, das hatten wir. Das hatten wir gerade auch schon irgendwo. Hier war noch ein Stern. Jetzt auch so ein Sternchen. Okay, warte. Hier das Dreieck mit dem Schniepi dran. Noch ein Jupiter-Symbol. Es kann sich hier nur um Stunden handeln. Gut, hier hatten wir wieder eins. Die Sonne. Jawohl, das war gerade gut geraten. Sehr schön, das läuft ja hier gerade mal wie geschmiert. Sehr gut. Der Mond. Ach, hier oben war der. So. Wir sind voll die Alchemisten, weil wir Memory spielen können. Genauso wie wir jetzt ganz gut im Horoskope erstellen sind, weil wir Nostradamus die letzte Prophezeiung gespielt haben. Also mit den Videospielen lernt man schon was fürs Leben. Kann man nicht anders sagen. Noch ein Mönchen. Hier ist nochmal der Jupiter. Hier ist ein Mönchen.
Yippie, und da haben wir's. Bitte explodiere nicht. Schon wieder das Pentagramm. Hallo? Hat er das jetzt auch gesehen? Ah, die Symbole für Zeit, Merkur, Mond, Erde, Sonne, Gold, Feuer, Zinn, Eisen, Alkali, Stahl, Magnesiumoxid, Lehm, Kaliumnitrat. Die wissen aber schon, dass das die Zeichen für Jupiter, Mars sind, Merkur stimmt, Sonne passt auch, Erde weiß ich nicht. Aber, ja gut, das ist wahrscheinlich Interpretationssache. Jede Alchemie hat ja so seine Art. Okay, fangen wir an. John Dee, 1527 bis 1608 oder 1609, da ist man sich nicht so sicher, war ein englischer Mathematiker, Astronom, Astrologe und Okkultist. Einen großen Teil seines Lebens widmete er dem Studium der Alchemie. 1584 zog Dee nach Prag. Er hatte Audienzen bei Kaiser Rudolf II., der ein glühender Anhänger der Astrologie und Alchemie war. Als leidenschaftlicher Alchemist führte Dr. Dee einige magische Traumsitzungen durch, untersuchte Edelsteine und kommunizierte laut seinem Tagebuch sogar mit Engeln. Und 1608 fand seine Existenz dann ein abruptes Ende, weil er auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Mit Altersschwäche. Nun gut. Gut, Geschichte der Alchemisten. Hilft uns das jetzt weiter? Offenbar... Achso, Anleitung. Gib den Code ein... können wir bitte dann nochmal in... ich habe mir das nicht gemerkt, was auf dem Blatt Papier stand. Haben wir hier irgendwo noch unsere Notizen? Ich will jetzt nicht die Karte haben. Tagebuch! Ah! Oh Gott, haben wir viel übersprungen. Ich wusste nicht mal, dass es ein Tagebuch gibt. Das ist mir neu. Okay. Ach du meine Güte, ach du meine Güte, ach du meine Güte, wir haben's gleich. Okay. Es wäre wohl ganz klug, ein Tagebuch zu führen. Das ist ein sehr seltsamer Ort. Ich bin ein Waisenkind und ich weiß rein gar nichts über diese Stadt, in der ich noch nie zuvor gewesen bin. Völlig unerwartet habe ich dieses Haus von einem unbekannten Verwandten geerbt. Vielleicht war es Schicksal, dass ich nach Prag gekommen bin, sollte, tun, um etwas über meine Familie zu erfahren. Ich werde Notizen über wichtige oder seltsame Informationen machen, auf die ich stoße. Jede Beobachtung könnte letztendlich wohl nützlich sein. Okay. Bei meiner Ankunft traf ich Anna, eine geheimnisvolle Assistentin meines Verwandten. Derzeit verwaltet sie das Erbe. Sie zeigt mir mein Zimmer und ging dann. Auf den ersten Blick schien sie einen guten Eindruck zu machen, aber wie soll ich erkennen, dass sie tatsächlich aufrichtig ist? Die hat sich nicht mal mit dir unterhalten, die hat sich gleich wieder davongestohlen. Zweimal bis jetzt. Ich wollte gerade das Zimmer verlassen, als etwas Unerklärliches geschah. Ich sah den Geist eines Mädchens. Der Wind schlug die Tür zu. Ich weiß, dass es unglaublich erscheint, aber sie wollte mich auf etwas bei der Wandverkleidung hinweisen. Vielleicht ist dort etwas Wichtiges verborgen? Ich sollte versuchen, die Holzverkleidung zu entfernen. Zuerst muss ich aber versuchen, das Zimmer zu verlassen. Der Geist hinterließ mir ein Stück Papier mit einem Drachen darauf. Vielleicht enthält es ja eine wichtige Information. Das ist der Code für den Koffer. Ich konnte das Zimmer verlassen. Da Anna nicht im Haus ist, kann ich es jetzt durchsuchen. Ich fand eine seltsame Notiz im Hause. Der Inhalt ängstigt mich. Wer ist dieses Mädchen und worum handelt es sich bei dem Amulett, das Herr Schwarzenberg erwähnt? Ich habe das Arbeitszimmer durchsucht. Es scheint das von Herr Schwarzenberg zu sein. Ich sah ein paar Fläschchen und Alchemiebücher darin. Außerdem fand ich etwas, womit ich die Holzverkleidung entfernen kann. So finde ich heraus, was mir der Geist zeigen wollte. Der Geist wollte mir die Holzverkleidung wohl aus einem wichtigen Grund zeigen. Ich habe sie entfernt und darin eine Schmuckschatulle mit einem Drachen gefunden. Sie ist versperrt und muss mit einem Code geöffnet werden. Ich brauche jemanden, der mir hilft, sie zu öffnen. Ich habe mich wohl in Schwierigkeiten gebracht. Als ich Anna von der Schmuckschatulle erzählte, hat sie sich sofort dafür interessiert. Ich wollte ihr mein Fundstück allerdings nicht geben, denn ich finde es selbst heraus, was es damit auf sich hat. Nachdem ich eine Notiz gefunden habe, ist Anna nun verdächtig. Zufällig traf ich auf Herr Novak, das war nicht zufällig, wir sind in den Laden gegangen. Egal. Er erzählte mir, dass er wüsste, dass die Schmuckschatulle Sarah, der Tochter von Herrn Schwarzenberg, gehörte. Sie starb vor kurzem. Herr Novak möchte mir helfen, die Schmuckschatulle zu öffnen. Vielleicht hilft mir der Inhalt der Schatulle dabei, zu verstehen, was hier tatsächlich vor sich geht.
Ich fand im Haus ein Bild, das wohl Sarah gezeichnet hat. Die Anzahl der Zeichen darauf stimmen mit der auf der Schmuckschatulle überein. Ich sollte sie Herrn Novak zeigen. Er könnte mir beim Entziffern der Symbole behilflich sein. Sonne, Sanduhr, Kerze, Käse. Sonne, Sanduhr, Kerze, Käse. Sonne, Sanduhr, Kerze, Käse. Sonne, Sanduhr, Kerze, Käse. Herr Novak bat mich, alte Bücher zu suchen, um die alchemistischen Symbole entschlüsseln zu können. Damit werden wir die Schmuckschatulle öffnen können. Mithilfe der Bücher, die Herr Novak empfohlen hat, konnte ich die alchemistischen Symbole auf der Schmuckschatulle entziffern. Ich habe soeben auch erfahren, dass im Mittelalter ein bekannter Alchemist namens Dr. John Dee in Prag lebte. Okay, und wie soll ich das jetzt entschlüsseln? Warte nochmal. Sonne, Sanduhr, Kerze, Käse. Sonne ist klar. Kerze ist Feuer. Sanduhr. Gibt's hier irgendwas, was aussieht wie eine Sanduhr? Nicht wirklich. Und Käse? Also, Sonne, Sanduhr, Feuer, Alkali, Stahl, Magnesiumoxid, Lehm, Kaliumnitrat, Gold, Erde, Mond, Merkur, Zeit. Ach, warte mal, Zeit? Und Käse? Das soll doch ein Käse sein, oder? Also für mich sieht das wie ein Leibkäse aus. Hat ja Löcher drin. Könnte auch ein Korken sein, das hilft uns aber auch nicht weiter. Okay, mit dem letzten Ding können wir dann aber ein bisschen experimentieren. Wir haben es zumindest. Also brauchen wir Sonne, dieses komische P, also Sonne, P, Feuer und das letzte ist egal. Also zu Deutsch Kreis, P, Feuer und das letzte so herausfinden. Kreis, P, Dreieck, was? War P jetzt? Yippie! Ach so, das sollte der Mond sein. Käse, Mond, na klar, macht Sinn. Etwas Seltsames geht im Haus vor sich. Heute Abend hörte ich zufällig ein Gespräch zwischen Karl und Anna. Meine Güte, sie hasst mich abgrundtief. Ich hörte schreckliche Dinge. Sie möchte mich für ihr Ritual opfern. Warum auch immer. Karl scheint der Leibhaftige zu sein. Ich kann es kaum glauben, aber mit Sicherheit ist er nicht mein Vater. Karl hat mich belogen. Ich habe Angst. Ich sollte weglaufen. Well done. You managed to unlock the jewelry box. There's a note and an ancient amulet inside. Listen, my dear, leave me the jewelry box and the amulet until tomorrow. I'll examine everything carefully and see what I can tell you. Adam, good to see you. This is our guest, Ava. Ava, my grandson, will accompany you home. Please, don't argue. It can be dangerous in the city at night. Your house is here, Ava. Would you like to come to my cafe and have some breakfast with me tomorrow morning? It is quite an interesting place. According to legend, it was home to John Dee's laboratory in ancient times. That sounds great! Dr. Dee, the famous alchemist in Rudolf II's court? The very same. I'll gladly come. Okay, see you tomorrow. Good night. Ich glaube, die heiraten am Ende. Okay. Ja, wir sind schon irgendwie so gut wie verliebt, würde ich sagen. Natürlich ist der sexy Enkel von dem Antiquitätenladen gleich zur Seite, um uns zur Seite zu stehen. Und wenn wir nochmal das Wort Seite sagen, können wir langsam ein Trinkspiel daraus machen. Und ehrlich gesagt möchte ich nicht in dieses Haus zurückkehren. Hier gibt es Geister und offenbar sind die alle wahnsinnig da drin. Mit Teufel und Opferungen und keine Ahnung. Ich will hier nicht sein. Hallo. Ava, remove the magic seals to see the secret of the ancient prophecy. Welches Siegel? Was für ein Spiegel? Ich habe hier noch keinen Spiegel in dem Haus gefunden. Oh, aber das Thermometer kann ich mitnehmen. Wie schön. Ein Buch. Kaiser Rudolf II. War von okkulten Wissenschaften wie Astrologie, Alchemie, Mineralogie etc. fasziniert. Er wollte sein Leben lang den Stein des Weisen finden. Der Herrscher errichtete in Prag ein Zentrum für alchemistische Lehren und holte den englischen Wissenschaftler Dr. John Dee an seinen Hof. Die gebildetsten Leute interessieren sich nach wie vor für alte alchemistische Geheimnisse. Laut einer Formel von John Dee, die aus dem Mittelalter stammt, kann man eine Lampe anfertigen, mit der man verborgene magische Symbole sieht.
Okay, ich brauche eine Schere, um dieses Bildteil auszuschneiden. Natürlich haben wir wieder keine Schere. Ich schmeiße Maiden hier. Irgendwas anderes Neues? Dramatischer Kopfspeng, bitte ohne Geister? Ich will meinen Zuschauern schon wieder ins Öhrchen grölen. Okay, nichts Neues. Im Westen nichts Neues. Wo ist ja denn bitte ein Spiegel? Soll das ein Spiegel sein? Aber dann bräuchte ich den entsprechenden Knubbel dafür. Gut, wir schauen mal in Karls Arbeitszimmer. Ahaha, ich fühle mich überhaupt nicht wohl in meiner Haut. Hier könnte doch überall jemand auf mich lauern. Das verstehe ich halt nicht, dass sie einfach... Ich meine, klar, sie ist mutig irgendwo, auf der anderen Seite ist das ziemlich leichtsinnig, was sie hier gerade macht. Ich schaue mal kurz in das Tagebuch. Als ich wieder nach Hause zurückkehrte, sah ich erneut einen Geist. Ich werde hier noch verrückt. Vielleicht ist diese ganze Geschichte mit meinem Erbe auch nur ein Albtraum. Der Geist bat mich, magische Siegel zu entfernen, die uns daran hindern, miteinander zu kommunizieren. Wie soll ich das anstellen? Vielleicht finde ich in diesem seltsamen Haus ja ein Buch, das mir einen Hinweis gibt. Okay. Karte. Ja, so langsam haben wir hier doch schon einen Überblick, wo hier was ist. Und hier ist irgendwie ganz viel zu tun in dem... in dem Büro. Magische Siegel. Wo soll ich denn hier jetzt magische Siegel auftreiben? Ah, da muss dann das Stück rein, was wir aus dem Buch ausschneiden. Vorausgesetzt, wir finden eine Schere. Warte mal, hier können wir was machen, aber dazu bräuchte ich bestimmt ein Feuerzeug. Ein Kristall benötigt noch 8. Bitte was? Kristalle? Die sind so winzig. Oh, schön. Wer hat die hier verteilt? Sag mal, die Anna, wenn die Langeweile hat, der kann doch einfach mal die Bude sauber machen, weil sie es hier ordentlich alles aufräumen. Anstatt hier irgendwelche Kristalle zu verstecken. Mensch, die hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Na gut, sowieso nicht, nachdem wir gehört haben. Versperrt. Aufhebeln. Aufkiegeln. Auftrümmern. Okay, wir müssen uns schon wieder an die Regeln halten. Ich frage mich, warum man eigentlich als Protagonist immer nach den Regeln spielen muss. Ich wünsche mir mal ein Spiel, wo du wirklich deiner ganzen Gewalt so richtig schön nachgeben kannst. Weißt du, einfach mal, wenn hier was nicht aufgeht, einfach mal mit dem Hammer davor schlagen, so lange bis es aufgeht oder kaputt geht. Ist doch scheißegal. Nur für ein Spiel würde ich das gerne mal machen. Um irgendwie den Frust dieser ganzen Point-and-Click-Adventure Jahre irgendwo wieder rauszulassen. Wo du immer nach den Regeln spielst und immer gibt es irgendwelche blöden Arschgeigen, die dir in den Arsch treten. Sehr schön. Beste Ausdrucksweise auch für die jüngeren Zuschauer. Hurry! Noch mehr Kristalle. Kristalle für alle. Kommen sie her, kommen sie ran. Hier werden sie genauso beschissen wie nebenan. Die Kristalle sind viel toller und auch viel teurer. Hier ist was abgeschlossen, da war ich wieder sehr verdrossen. Wir benutzen mal die Hinweisfunktion, oder liegen jetzt hier die Kristalle auch schon hier? Natürlich liegen die jetzt auch im Lampenschirm. Dann wahrscheinlich auch in der Uhr. Im Uhrenkasten, sagt man ja, wie im Märchen. Bei der Wolf. Bei dem Wolf und die 7 Geißlein. Bei dem Wolf und den 7 Geißlein. Die deutsche Sprache ist ganz schön schwierig, vor allem mit der Grammatik. Achso, das ist das Ding. Da werden wir noch magisches Gedöns veranstalten. Okay, wo ist der letzte? Wo ist der letzte Kristall? In der Tür, im Rahmen versteckt. Achso, wir verlassen! Ja, das ist jetzt ja gemein. Warum sollte der letzte Kristall hier draußen sein? Und hier geht schon ein Lämpchen aus und wieder an. Warum denn das? Nee, komm, das kann nicht sein. Der letzte Kristall muss doch da oben drin sein. Oder wir brauchen den Schlüssel, dass der Kristall in dem verschlossenen Abteil ist. Aber wo soll ich denn das finden? Vielleicht im Schlafzimmer. Ah, Wimmelbildszene, ahoi! Och, schön. Wir brauchen eine Uhr. Eine erleuchtete Lampe. Eine Schere, aber die brauchen wir, um das rauszuschneiden, auch wenn es ja so eine kleine Bastelschere ist. Das ist nicht meine Bastelschere. Das sind diese kleinen Scheren für dieses Reisenähset. Aber gut, zumindest hilft's. Eine Meerjungfrau?
Eine Bürste, eine Rose. Ist hier oben? Ein Dreieck? Ja, was denn für eins? Ein Geodreieck, ein ganz normales? Ach doch. Ein geometrisches Dreieck. Die Schere? Doch, wir nehmen sie doch mit. Sehr gut. Ein Kerzenhalter mit Kerze. Kerze auf den Kerzenhalter. Und die erleuchtete Lampe. Lampe. Ein Niederfeuerzeug. Feuerzeug? Oder einfach Gas, was ich da einführen muss? Hinweis? Wie zurück? Ach so, wir brauchen noch was. Wir brauchen das Feuerzeug, um diese Wimmelbeziehne dann komplett zu lösen. Ach schön. Okay, Spielzeit ist jetzt vorbei, beziehungsweise Tutorial. Das Seil brauche ich vielleicht später noch. Ich sollte eine Möglichkeit finden, es abzuschneiden. Gut, dafür brauche ich sicherlich die Schere. Aber diese kleine Nähsetzschere wird doch da nicht helfen. Moment, da war ein Handschuh. Den habe ich ganz genau gesehen. Und er hilft uns nicht weiter. Schön. Ich dachte, es ist irgendwie wichtig. Hier liegt ja noch einer. Hier ist noch ein Koffer dazugekommen. Ach nee, das ist unser Koffer. Ach so, ich wollte gerade sagen. Gut, das Bild. Damit können wir nicht wirklich was machen. Wo finden wir jetzt das Feuerzeug? Ich habe etwas übersehen. Ganz offensichtlich habe ich was übersehen, aber ich frage mich immer, wo. Und dann sagt mir das Spiel wahrscheinlich gleich, ey, Mundi, direkt vor deiner Nase, wie konntest du das übersehen, du Wahnsinnige? Okay, soll ich jetzt nochmal vor die Tür gehen? Das wäre jetzt aber gegen die Regeln. Ein Schlüssel. Ist ja völlig natürlich, dass der da hängt. Okay, ich sehe es ein. Das war mein Fehler. Gut, dann jetzt galoppen wir ganz fix in Karls Arbeitszimmer. Öffnen die Vitrine. Dass hier aber auch keiner ist. Wo ist die Anna hin? Schläft die nicht auch hier? Ah, Feuerzeug. Und Kristall. So. Und ich habe so das Gefühl, dass dieses magische Gedöns mit diesem Kristall betrieben wird. Okay. Vielleicht noch was anzünden? Die Kristalle reichen nicht aus. Vielleicht ein Thermometer? Okay. Gut, das reicht noch nicht. Also hoppen wir zurück und nutzen das Feuerzeug zum Anzünden der Lampe, um die Schere zu bekommen und dann weiterzukommen. Das ist ja wirklich Reise nach Jerusalem. Okay, Inventar, Feuerzeug, Lämpchen. Und wir bekommen die Schere. Schön. Sehr gesund. Auch eine Wand sollte sich so nicht verhalten. Aber zumindest, solange das Mädel nicht wieder hinter uns auftaucht, ist alles gut. Mit sowas kann ich arbeiten. So, achso. Wo war das Bildchen? Das war hier im Büchlein. Und dann schnippidi schnipp schnipp. Bildstück gefunden. Und dann setzen wir das auch gleich oben mal ein. Bitte nicht hinter mir stehen. Danke. So, und hier zu unserer Linken war das besagte Corpus Delicti. So, und hinein mit dir. Und es hat uns nichts gebracht. Hallo! Und wieder ein Kelch. Ich muss jetzt hier aber keine merkwürdigen Rituale vollbringen, bitte, ja? Sollte ich hier irgendwie eine Zeremonie durchführen? Moment, habe ich hier irgendwas übersehen? Dass mir einen Hinweis gibt, aber weiter haben wir es ja noch gar nicht. Achso, hier ist ja der sexy Enkel von Herrn Novak. Und das Amulett. Okay, gut. Dann lesen wir erstmal hier weiter. Der Inhalt der Schmuckschatulle ängstigt mich. Der verstorbene Herr Schwarzenberg war ein heimtückischer Mann und Sarah, das Mädchen, war überhaupt nicht seine Tochter. Sie wurde wohl als Opfer für ein schreckliches Ritual erwählt. Außer dieser furchtbaren Geschichte fand ich ein altes Amulett in der Schmuckschatulle. Herr Novak wird sich das näher ansehen. Ich überließ ihm die Schatulle und das Amulett bis morgen. Können wir nur hoffen, dass der auf unserer Seite steht. Herr Novak stellte mir seinem Enkel Adam vor. Adam und Eva. Best Storytelling ever. Er ist sehr nett und lud mich zum Frühstück in sein Café ein. In früheren Zeiten befand sich das Labor von John Dee in diesem Gebäude.
Sehr gut. Und das, was wir ja schon kennen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben hier irgendwas übersehen. Das ist ja hier schon ein kleiner Mini-Altar, den wir hier aufbauen.